Pandas ist ja ein sehr umfangreiches Package. Hier will ich noch mal ein paar nützliche Sachen machen. Pandas ist so groß, natürlich kann man hier immer nur Ausschnitte zeigen, aber die sind doch noch mal ganz hilfreich. Also zuerst importiere ich Pandas und dann irgendeine Datenbank, wo hier zum Beispiel die Minerale drin sind. Und jetzt möchte ich vielleicht nur die Minerale Olivin und Spinel oder Spinel darstellen. Also dazu mache ich einen kleinen Filter, zum Beispiel den Filter hier. Also jetzt sollen hier nur Minerale, die Olivin heißen, dargestellt werden. Ich zeige das mal. An der falschen Stelle die Klammer gesetzt. Ich muss natürlich hier hin und dann DF und dann wende ich den Filter an und jetzt sehe ich nur Olivin. Und wenn ich jetzt noch zusätzlich Spinell haben will, dann kann ich das Ganze hier zum Beispiel kopieren. Dazu muss ich jetzt in Klammern, dann kopiere ich das und es soll oder, also entweder, das war noch was Falsches im Speicher, das Ganze hier oder das hier soll Spinell sein. Dann mache ich das Ganze und dann kommt jetzt alle Datensätze mit, die entweder Olivin als Mineral haben oder Spinell. Und jetzt komme ich vielleicht auf die Idee, ja, wie sieht es denn mit genau den Gegenteiligen aus? Also ich will jetzt gerade nicht Olivin und Spinel haben. Und jetzt gibt es hier Olivin, Klinpyroxen, Feldspat und so weiter. Und ich will eigentlich nur Olivin und Spinel nicht. Und statt jetzt alles auszuwählen, was es sonst noch gibt, also schließe ich jetzt im Grunde genommen Olivin Spinel aus. Ich will also genau das Komplementäre zu dieser Tabelle haben, also genau das, was jetzt hier nicht gezeigt ist, will ich zeigen. Und dafür gibt es die sehr einfache Funktion, df, und dann hier die Tilde von dem Filter. Und dann hat man genau das Komplementäre. Und jetzt hat man alles das, was hier eben nicht ist. Also genau das Gegenteil davon, was natürlich praktisch ist, denn angenommen, ich möchte alles darstellen, nur nicht Olivin, dann kann ich das hier als Filter nehmen und mache die Tilde davor und bekomme genau das Gegenteilige. Also enorm praktisch das Ganze. Eine andere Möglichkeit, den gleichen Filter von oben anzuwenden, ist das IsIn. Also beispielsweise, also ich mache wieder einen Filter und jetzt, das soll wie gesagt im Grunde genommen der gleiche sein, also von Mineral. Und jetzt kann ich hier hinten ran machen, statt mehrere Mineralnamen hier in der Form zu verknüpfen, schreibe ich hier hin, es sollen alle angezeigt werden, also IsIn, die entweder, und jetzt muss eine Liste hier rein, Olivin heißen oder Spinel heißen. Und dann brauche ich wieder hier, wende ich hier wieder den Filter an, das mache ich jetzt mit Location, sonst funktioniert das hier, glaube ich nicht, und dann kriege ich jetzt das gleiche wie oben. Bloß ist es halt ein bisschen praktischer und ich kann es leichter erweitern, ja, weil ich jetzt hier einfach noch hin dazu schreiben kann, beispielsweise Feldspat. Und das ist jetzt natürlich einfacher, als wenn ich hier oben nochmal das Ganze hier kopieren müsste und hier hinten hinschreiben und dann dort Feldspat rein. Dafür kann man einfach dieses IsIn nehmen. Also alle Namen, die IsIn Mineral, also in der Kategorie Mineral sind. Jetzt kann es ja sein, jetzt gucke ich mal hier oben rein, dann steht hier FSP Mesostasis. Und jetzt weiß ich nicht mehr genau, jetzt weiß ich nur noch, dass ich habe FSP und ich habe hier Mesostasis. Und vielleicht ist sogar noch so, dass ich hier FS habe, ich will alles, was Feldspat ist. Und deshalb, ich kenne also, das hier ist ja ein String und ich kenne es nur einen Teil von diesem String. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, dass ich jetzt etwas auswähle, wo ich sage, also ich weiß nicht ganz genau, wie das heißt, wie der Name ist, sondern ich kenne nur einen Teil davon. Und deshalb mache ich hier wieder einen Filter, wieder hier wieder Mineral aussuchen. Jetzt String contains und dann schreibe ich hier nur den Teil rein, zum Beispiel FSP. Jetzt muss ich den Filter natürlich anwenden, DF-Filter. Und jetzt bekomme ich das hier raus, ne? Weil in diesem String hier ist in diesem String, der gesamt heißt FSP-Mes, ist FSP drin, aber der enthält FSP und deshalb bekomme ich das. Oder ich mache jetzt mal nur FS und jetzt bekomme ich FS, aber auch die hier. Also ich habe jetzt alles, was Feldspat ist. Das ist natürlich super praktisch, weil manchmal weiß man nicht ganz genau oder manchmal schreibt man vielleicht ein Plural oder
Ja, schreibt man manchmal Olli, in dem Fall vielleicht mal schreibt man Olivin oder Olivine und hat einen Plural. Wenn man es dann nicht genau macht, wenn man hier den Namen nicht genau angibt, bekommt man den nicht, aber man kann auch einfach nur einen Teil hier nehmen. Deshalb extrem praktisch. Nun möchte man vielleicht mal einen ganz bestimmten Wert aus einer Tabelle haben und möchte das möglichst komfortabel extrahieren. Zum Beispiel will man von einem Element, sagen wir mal Thorium, den Wert von cm haben, also 41 ppm in dem Fall. Und was man da normalerweise machen könnte, ich habe jetzt hier gerade eine neue Tabelle reingeladen, die heißt CIDF, da würde man also hingehen und sagen CIDF, Location, und dann gibt man hier ein, jetzt muss man den Index nehmen und das ist so die Sache, 84 und dann cm und dann kriegt man hier die 41 ppm. Jetzt weiß man vielleicht den Index nicht, sondern möchte Thorium eingeben, das heißt, wir müssen diesen Index anders rausfinden. Weil dann können wir wollen hier irgendwie Thorium hinschreiben oder das Element Thorium in cm kontritten. Deshalb müssen wir hier diesen Index rausfinden. Und das machen wir wie folgt. Wir machen im Grunde genommen so eine Art Filter. Also ich gebe hier ein CIDF und dann Element soll sein Thorium. Muss natürlich ein String sein. Und dann kriegen wir eine Liste, wo dann irgendwo, nicht Thorium, sondern TH natürlich. Und dann steht hier True. Also das hier ist richtig. Und dann gibt es einen Befehl, der nennt sich CIDF-Index oder eine Methode besser gesagt. Die Methode. Und da schreibt man jetzt dieses Ganze hier rein, also diese Liste. Und dann werden nur die Indizes ausgegeben, wo hier True steht, also wahr. Das heißt, ich kopiere das von hier oben mal hier rein und dann steht hier 84. Also an der 84. Stelle ist es eben wahr. Jetzt können wir aber nicht diesen ganzen Kram hier oben in diese 84 reinschreiben, sondern die 84 selber. Und die können wir extrahieren, indem wir hier praktisch den Part-Befehl eingeben und dann machen wir hier das erste Element und dann kommt hier die 84 raus. Das heißt, dieses Ganze hier können wir im Grunde genommen hier einsetzen. Oder ich schreibe es mal in 2. Jetzt hat man hier den Index rausbekommen. Index vom Element. Und den schreibe ich dann hier rein an die 84, weil was hier rauskommt ist 84. Den schreibe ich hier rein. Und dann kriege ich hier jetzt die 41 ppm raus. Und daraus kann ich mir jetzt einen kleinen Befehl basteln zum Beispiel. Und das mache ich dann wie folgt. Dann mache ich hier noch eine Zeile dazu, kopiere diese Sachen hier rein. Und der Befehl soll dann heißen extract data. Und was ich hier eingebe, ist einmal diese Kategorie. In Element soll nachgeguckt werden. Also das ist die Kategorie der Spalte. Also Kategorie der Column und das ist Element. So, und dann das Element selbst, also das Element der Column, das wäre Thorium. Und dann von welchem die Kategorie der Zeile, das wäre dann in dem Fall CM. Und das ist dann der Befehl. Jetzt muss ich natürlich das hier indentieren, das ist klar. Ich brauche hier einen Doppelpunkt und hier die Indents. Und das hier ist das Ergebnis. Result ist gleich. Und dann habe ich als Return das Result. Dann führe ich den Befehl aus. Und jetzt gehe ich in eine neue Zeile und mache extract data. Und jetzt soll aus der Spalte Element soll das Element Thorium ausgewählt werden und zwar für cm-Kontritte. Und dann bekomme ich hier die 41 ppm. Kann ich hier natürlich alles andere eingeben, auch Aluminium für CO-Kontritte und so weiter. Und dann möchte ich noch zwei List-Operations zeigen, die eigentlich ganz hilfreich sind. Und bei dem einen zählt man, wie viele Elemente es von einem bestimmten Wert gibt. Ich zeige das einfach, dann wird es klar. Das ist ein sehr einfacher Befehl. Ich möchte zum Beispiel wissen,
wie viel in der oberen Tabelle, wie viele Olivineinträge es gibt, wie viele Feldspateinträge, wie viele Spinelleinträge und so weiter. Denn ich muss mal nach ganz oben. Denn einmal steht ja hier Olivin, dann hier Olivin und vielleicht will ich wissen, wie viele Olivine habe ich denn da drin, wie viele Orthopyroxene und so weiter. Und das ist ein super einfacher Befehl. Also es geht darum Mineral, also welche Minerale kommen wie oft in der Tabelle vor, Mineral, Punkt und dann Value Counts und das war es auch schon und dann führe ich das aus und dann habe ich 8 Klinopyroxene, 6 Olivin, 3 Spinel und so weiter. Und das ist oftmals sehr hilfreich, wenn man sich manchmal schnell einen Überblick verschaffen will. Dann noch was, wenn ich hier mal reingucke, nochmal in die Tabelle, jetzt habe ich hier oben drin SiO2, TiO2 und so weiter. Und vielleicht möchte ich für eine Publikation oder sonst irgendwas hier oben drin stehen haben, SiO2 Weight Percent, TiO2 Weight Percent, oder ich möchte irgendwie diese Köpfe hier umbenennen. Und das mache ich, indem ich hier ein Dictionary anlege mit New Names. Und ein Dictionary war ja diese geschweifte Klammer und schreibe ich hin also. SiO2, das ist das, was drin steht, soll werden. Das muss hier hinten hin, soll werden. SiO2 Weight Percent. Und das war's. Und das mache ich dann auch noch für beispielsweise TO2. Das soll dann werden TO2 Weight Percent und so weiter. Und dann kommt der Befehl, den man braucht. Das ist df rename. Und zwar die Columns sollen jetzt New Names bekommen. New Names. Und das wird jetzt nur gemacht für die hier oben auch was drinsteht. Und dann in place true, damit das hier auch gleich angezeigt wird. Und dann führe ich das aus. Und dann soll ich hier noch die F hinschreiben. Und dann sehe ich jetzt SiO2 Weight Percent hier und so weiter. Das ist natürlich sehr praktisch. Vor allem angenommen, man hat viele Tabellen, zum Beispiel aus GeoRock oder sonst woher, viele Tabellen, wo immer hier die Köpfe so sind, wie man die Kategoriennamen so sind, wie man sie nicht möchte. Dann macht man einmal so eine Tabelle hier und kann jedes Mal diesen Befehl ausführen, ist immer umbenannt. Und in dem Fall möchte man das vielleicht dann auch ganz gerne speichern. Und deshalb gibt es als letzten Befehl noch Export. Angenommen, ich möchte jetzt das hier exportieren. Also ich möchte diesen DataFrame df als eine neue Tabelle anlegen. Dann mache ich hier df to CSV. Und dann mache ich den in meinen Output-Folder zum Beispiel rein, Output, und nenne den Test, das wird dann als eine neue Datei, CSV. Ich will auch keinen Index haben, deshalb mache ich hier Index false und das war es dann. Und dann führe ich das aus und dann wird es gespeichert. Und dann kann ich ja gucken, ob es auch tatsächlich der Fall ist. Dann mache ich pd read CSV. Output test.csv sollte da ein String sein. Und dann wird das Ganze eingelesen. Also hat wunderbar funktioniert. Und man kann das gleiche ja auch machen, wenn man will, als Excel. Dann schreibt man hier hin Excel. Und das war's. Ach, hier hinten sollte noch der Dateiname hin. XLSX. Und dann hat man es als Excel-Datei. Dann kann man es hier auch wieder probieren. XLSX. Hier muss dann auch Excel hin und dann hat man hier die Excel-Datei oder man kann es natürlich in Excel öffnen. Das ist dann der Export, wenn man was irgendwie ändern möchte. Und das war ein zweiter Teil zu Pandas.